Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Hier das Wort Gottes, wie wir das lesen aus dem Philipperbrief. Und es steht geschrieben und heißt: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen. Liebe Freunde in dem Herrn, das Wort Gottes gibt uns Richtlinien, wie wir uns für diese Weihnachtszeit und für unser Leben bereiten sollen. Das Hauptthema des Apostels ist Freude in Christus. Und diese himmlische Freude stammt selbst von unserem Heiland. Freut euch in dem Herrn. Das sind die Eröffnungsworte der himmlischen Botschaft. Die Frage heute Abend: Worüber sollen wir uns freuen? An Geschenken? An Spielzeugen? An gutes Durchleben? Alles möge gut sein. Alles möge gut sein, meine Lieben. Die Welt mit ihren weltlichen Nachrichten redet von der Weihnachtszeit als einer schlechten Zeit, von Rezessionen, von der Ökonomie, von den Obdachlosen, Arbeitslosen, von Kriegen und Konflikten und anderen Ereignissen, die schlecht sind. Das alles möge wohl sein, wie es auch immer in der Welt gewesen ist. Nummer zwei. Heute Abend blicken wir zurück 2000 Jahre. 2000 Jahre. Und da werden wir erinnert, die 2000 Jahre, dass der Stern über Judäa stand, über Bethlehem. Und da sehen wir einen zu Fuß gehenden Mann, einen Reisenden, nicht mal ein altes Automobil hatte er, sondern an einem Strick führte er einen Esel, und auf dem Esel saß eine hochschwangere Frau, bereit, ihr Kind zu gebären einige Zeit. Sie kamen zum Städtchen Bethlehem, Und in Bethlehem, da war kein Raum für sie. Sie mussten gehen zu einem Stall, zu einem Grotto, müssen sie gehen. Hier ist der Schöpfer aller Dinge in einer Krippe gelegt, in einer Krippe, unser Heiland Jesus Christus. Der Apostel Paulus sagt in unserem Text, er sagt: Sorget um nichts. Leute mögen wohl mit diesen Worten widersprechen. Und zum Beispiel der Gläubige soll aber zu Gott kommen mit Danksagung und mit Gebeten. Dem Herrn Gott wissen lassen. Dem Herrn Gott wissen lassen, was uns fehlt. Ich denke, manchmal verpassen wir viel, wenn wir nicht mit unseren Gebeten vor Gott kommen und zu Gott reden. Wir sprechen viel zusammen, we talk a lot. Und wir sprechen viel, aber wie wichtig ist es, dass wir mit Gott sprechen. Pray to the Lord, talk to God.
Jahre zurück hörte ich einen Mann. Und dieser Mann hat dieses gesagt. Alles war gut, er hatte gute Arbeit, er hatte gute Familie. Doch eines Tages wurde er zum Säufer. Er fing an, Schnaps zu trinken, Wodka viel zu trinken. Und alles ging schief mit ihm nachdem.